Der 13. Dezember 2018. Das ist der Tag, an dem der erste Announcement-Trailer von Hytale released wurde. Und dieser Trailer ging direkt durch die Decke, was auch komplett verständlich ist, weil dieser Trailer wurde von denselben Leuten released, die einer der größten, wenn nicht sogar den größten Minecraft-Server der Welt betreiben. Nämlich von den Leuten hinter Hypixel. Und heutzutage hat der Trailer von Hytale ganze 60 Millionen Views gesammelt. Um das Ganze mal ein bisschen zu vergleichen, der zweite Trailer von GTA 5 hat 21 Millionen Views und die Trailer von Call of Duty Games bekommen so um den dreht 20 bis 40 Millionen Views auf die Trailer. Also wie man sieht, 60 Millionen ist dann doch schon eine krasse Leistung. Und auch wenn die Macher von Hypixel einer der größten Minecraft-Server der Welt betreiben, sind sie immer noch eine Indie-Company. Und dass so eine im Vergleich kleine Company so einen großen Hype auslösen kann, ist wirklich nicht normal. Aber das Ganze ist ja mittlerweile auch schon ganze 4 Jahre her und in dieser Zeit stirbt der Hype natürlich auch ein bisschen ab. Aber was ist jetzt eigentlich mit Hytale passiert? Denn das Ganze ist ja mittlerweile echt schon eine Weile her und mittlerweile wird wahrscheinlich nicht jeder von euch wissen, was genau eigentlich Hytale ist. Wie ich schon meinte, Hytale ist von den Leuten, die den Minecraft-Server Hypixel erfunden haben und den bis heute betreiben. Zu dieser Zeit, als dieser Trailer rauskam, war Minecraft in einem schwarzen Loch und hat sehr, sehr an Popularität verloren. Und genau deswegen war es auch der perfekte Zeitpunkt, um diesen Hytale-Trailer zu releasen. Weil wie ihr gar nicht mal so unschwer erkennen könnt, geht Hytale ungefähr in die Richtung von Minecraft. Aber das Ganze ist bei weitem nicht nur eine Minecraft-Kopie, denn Hytale funktioniert weniger wie Minecraft, sondern eher sogar wie Roblox. In der Art, dass Hytale an sich nicht das richtige Game ist, sondern nur eine Plattform, die du dann mit Mods und ähnlichem auf einem Server zu verschiedenen Game-Modes machen kannst. Wenn du zum Beispiel Roblox spielst, dann spielst du ja auch nicht Roblox, sondern ein Spiel in Roblox. Und auch wenn es nur Roblox ist, gibt es selbst in Roblox so Game-Modes, die irgendwelchen Shootern ähneln, wie zum Beispiel CSGO. Und lustigerweise wurde auch genau so ein Game-Mode schon gezeigt in einem Hytale-Trailer. Und nicht nur ganz normal in der First- oder Third-Person, sondern sogar mit einer Top-Down-View. Ich meine, selbst in Minecraft konnte man ja solche Shooter coden. Es gab damals auf Hyplex so ein CSGO-Clone, aber was man in Minecraft halt nicht wirklich machen kann, zumindest nach meinem Wissen, ist so eine Top-Down-View zu haben, wie sie hier in Hytale gezeigt wurde. Aber natürlich gibt es auch einen Hytale-Modus, was eher für die Offline-Spieler und Koop-Spieler ist, was dann doch vielleicht ein bisschen mehr Minecraft ähnelt, zumindest in der Art, dass es ein Survival-Game mit einer Blockgrafik ist. Und wenn Hytale wirklich so releasen sollte mit diesen verschiedenen Teilen, die im Game sind, dann ist es nur vom Game her, ohne jetzt über die Community oder ähnliches zu reden, schon beim Release größer als es Minecraft je war. Weil wenn wir mal ehrlich sind, was so Game-Modes angeht, hat man nicht so viele Freiheiten in Minecraft. Natürlich kannst du alles modden, wie vorhin schon erwähnt, mit diesem CSGO-Clone auf Mineplex. Aber so wie es aussieht, kann Hytale alles das, was Minecraft kann und sogar noch mehr. Und das ist nur einer der vielen Gründe, warum Hytale mit Abstand den eigentlichen Release-Date von 2021 nicht einhalten konnte. By the way, der aktuell genannte Release-Date ist 2023 und ich könnte mich hier und jetzt glauben, ich denke nicht, dass sie dieses Datum einhalten werden können. Denn auch weil sie eigentlich fast noch 12 Monate Zeit haben, denke ich nicht, dass sie es in dieser Zeit schaffen werden. Denn früher gab es alle paar Wochen immer mal wieder einen Death-Post und mittlerweile schon seit 2 Jahren immer nur 2 pro Jahr. Und das liegt nicht daran, dass sie nicht mehr so viel an diesem Game arbeiten, sondern dass sie nochmal komplett von vorne anfangen mussten. Denn Hytale hat angefangen als ein Spiel gecodet in Java von einer Kleinfirma, die einen Minecraft-Server betrieben hat. Und mittlerweile, das haben wahrscheinlich viele nicht mitbekommen, wurde diese Firma aufgekauft. Nämlich von einer Firma, die viele von euch sehr gut kennen werden, nämlich von Riot Games, die unter anderem auch League of Legends und Valorant betreiben. Und von einem kleinen Indie-Studio, die noch nie ein Game an sich gecodet haben, zu einem der größten Gaming-Studios der Welt zu gehen, ist schon eine sehr große Veränderung. Aber das ist bei weitem noch nicht einmal die größte Veränderung. Die größte Veränderung und der Hauptgrund, warum sie das Game eigentlich nochmal von vorne coden mussten, ist, dass das Game eigentlich auf Java gecodet wurde. Und wenn ihr eins über Java wissen müsst, dann, dass es absolut scheiße ist. Und genau das ist auch der Grund, warum selbst Minecraft jetzt mittlerweile von Minecraft Java zu Minecraft Bedrock Edition switcht, was halt nicht mal in Java gecodet ist, sondern in C++. Zu dem Thema hat mal Hive etwas zugesagt, also der Survival Game Server Hive von früher. Die meinten, dass sie mit der Hardware und mit den Kosten, die sie für einen einzigen Java Server benötigen, könnten sie 5 Bedrock Server betreiben. Stellt euch mal vor, ihr habt fast ein komplettes Game fertig gecodet, habt sogar schon ein Release Date rausgegeben und müsst dann nochmal komplett von vorne anfangen, weil ihr die Coding-Sprache ändert. Das muss so viel Arbeit sein, aber da sie ja mittlerweile von Riot aufgekauft wurden, haben sie ja genug Hilfe. Aber der Grund, warum sie die Coding-Sprache geändert haben, ist sehr respektabel. Hytale wollte seinen Spielern ein Game liefern, was auf allen Plattformen gleich ist. Und du damit deinen Freunden, die du ganz sicher hast,
zusammenspielen kannst. Auch wenn du nur einen PC hast, dein Freund von dir nur eine Xbox und der andere Freund vielleicht nur ein Handy hat. Könnt ihr trotzdem alle zusammen auf einem Server spielen und sogar mit Mods. Weil, wie Hytale es formuliert hat, sind die Mods, die du auf deinem Server usen kannst, direkt im Client mit inbegriffen. Und dass dann halt auch jeder diese Mods usen kann, die halt den Client besitzen. Was halt komplett anders ist als in zum Beispiel in Minecraft. Jeder, der Minecraft von euch spielt, weiß, dass es in Minecraft komplett anders ist. Du musst ja auf irgendeiner shady Website Mods unterladen über einen Link, der sich über Mediafire linkt. Und wenn du Glück hast, wirklich nur mit sehr, sehr viel Glück, ist in diesem Mod-Folder nur ein Keylogger mit bei. Und wenn du Pech hast, dann halt ein, zwei Trojaner. Und dieses Risiko überbrückt Hytale damit ja wirklich komplett. Wenn die Mods einfach komplett direkt im Client sind, dann bist du einfach hundertprozentig safe, wenn du die Mods runterlädst. Oder wahrscheinlich nicht hundertprozentig, aber sehr, sehr viel sicherer, als wenn du dir in Minecraft Mods runterladen würdest. Der nächste Grund, warum sich der Release-Date so krass verschiebt, ist, dass sie wirklich nicht damit gerechnet haben, dass dieses Game so viel Aufmerksamkeit bekommt. Und das auch wirklich komplett zurecht. Hytale kam nicht von einem großen Studio, sondern nur von einer Gruppe von Leuten, die einen, auch wenn er groß ist, nur einen Minecraft-Server betreiben. Und es ist wirklich komplett unheard of, dass ein Game von so einem kleinen Studio dann so viel Aufmerksamkeit bekommt. Wie ich am Anfang schon erwähnt habe, bekommen die Trailer von großen AAA-Games ja nicht mal so viele Views, wie Hytale es bekommen hat. Und damit konnte wirklich niemand rechnen. Und wenn wir mal ehrlich sind, wenn du ein kleines Indie-Studio bist und dein kleines Game releast, was jetzt nicht so viele Leute spielen werden, dann ist es auch komplett in Ordnung und vertretbar, dass dein Game jetzt nicht perfekt polished ist und du hier und da Bugs finden kannst. Aber wenn Millionen von Leuten deine Spiele spielen, dann ist es komplett nochmal was anderes. Wenn zu viele Leute deine Spiele spielen, sind die Erwartungen natürlich automatisch höher an dich und du könntest kein verbuggtes Spiel releasen, wie du es tun könntest, wenn du ein kleines Indie-Studio wärst. Natürlich kann jeder seine eigene Meinung haben, aber ich bin eigentlich der Meinung, dass ich es gut finde, dass sie sich so viel Zeit lassen, weil wenn Hytale wirklich das nächste große Ding werden soll, dann kann es nicht verbuggt releasen, so wie ein anderes großes Spiel, auf das man sehr lange gewartet hat. Aber selbst die haben beim Development etwas besser gemacht, was Hytale jetzt meiner Meinung nach nicht so gut macht. Hytale released zweimal im Jahr einen Blogpost, in dem sie darüber reden, wie weit sie mit dem Development sind und was für neue Features sie einplanen und weitere Details über das Spiel. Und das hat Cyberpunk fast schon monatlich, wenn nicht sogar noch öfter gemacht. Und ich finde, in so einer Situation, in der Hytale jetzt steckt, ist Kommunikation schon sehr wichtig. Und wenn wir mal ehrlich sind, wenn die Kommunikation gut genug wäre, dann müsste dieses Video hier eigentlich gar nicht erst machen. Das Einzige, was sie in diese Richtung machen, ist, sie laden immer mal wieder ein Video hoch auf ihrem YouTube-Channel. Aber darum geht es nicht um irgendwelche Gameplay-Details oder ähnliches, sondern sie laden dort Tracks hoch, die im Spiel sein werden. Was halt vielleicht auch irgendwo ein bisschen cool ist, aber halt nicht unbedingt das, was sie machen sollten, weil das ist nicht, was die Fans erwarten. Jetzt könnte man meinen, dass es doch eigentlich gar nicht so ein großes Problem wäre, weil Minecraft wurde ja eigentlich auch nur von einem einzigen Developer developed und beim ersten Release war Minecraft auch echt nicht gut und du konntest kaum was machen und es war alles noch sehr bare bones. Also warum kann Hytale jetzt nicht das Game jetzt schon früher releasen und dann über Zeit immer wieder verbessern, wie es bei Minecraft der Fall war? Der Unterschied ist, dass als Minecraft released wurde, das einfach eine komplett andere Zeit war. Heutzutage könntest du das einfach nicht mehr machen, weil die Konkurrenz viel größer ist und die in Anführungszeichen Gaming-Audience auch eine komplett andere ist. Und wie ich schon erwähnt habe, als Minecraft released wurde, kannte auch niemand Minecraft. Und Minecraft hatte vor dem Release nicht so einen Hype, wie Hytale es jetzt hat. Also ist das Ganze auch einfach nochmal komplett was anderes. Generell, was Hytale angeht, bin ich sehr, sehr positiv gestimmt. Aber es gibt dort eine Sache, von der ich vielleicht ein bisschen Respekt habe. Das ist nämlich die Frage, wie sie dieses Spiel monetarisieren wollen. Ich hatte ja schon erwähnt, dass Hytale von den Riot Studios aufgekauft wurde. Das heißt, dass dieses Game dann auch ein Game im Riot Launcher sein wird, nämlich neben League of Legends, Valorant und Teamfight Tactics. Und eine Sache, die alle diese drei Games gemeinsam haben, ist, dass sie free sind. Also ist es, glaube ich, auch relativ safe to assume, dass Hytale auch free sein wird, aber natürlich wollen sie mit diesem Game auch Money machen, also denke ich mal, dass es in diesem Game auch Skins geben wird. Und dort habe ich ein bisschen Angst vor, wie sie das genau umsetzen wollen. Weil ich muss ganz ehrlich sagen, wenn jeder, der nicht reinpaint, mit einem Basic Steve Skin rumläuft, ist das schon ein bisschen langweilig. Ich hatte mir eigentlich erhofft, dass Hytale die Skin-Sache genauso wie Minecraft handeln will, dass du dir einfach komplett deinen eigenen Skin pixeln kannst von Kopf bis Fuß. Aber das wird jetzt 100%ig nicht mehr der Fall sein. Weil stellt euch vor, die verkaufen Skins und dann kauft sich einfach keiner diese Skins, weil sie einfach diese Skins nehmen und 1:1 repixeln könnten. Ich kann mich erinnern, dass damals auf der Konsolenedition von Minecraft konntest du dir auch nicht deine eigenen Skins machen und ich denke mal, dass Hytale, dass das genau so handeln wird. Und jeder bekommt ein paar Skins for free, wovon du dir dann einen aussuchen kannst. Und der Rest von den Skins werden dann in einem Shop verkauft, wie es in Valorant der Fall ist.